Der nächste Redner kommt von der SPÖ, Harald Troch. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, am 2. Jänner 2018 wurde im arabischen Jemen der jemenitische Staatsbürger Hamid bin Haidara zum Tode verurteilt. Wir Österreicher stehen mit ganz, ganz großer Mehrheit der Todesstrafe, Gott sei Dank, sage ich, negativ gegenüber. Aufgrund der eigenen Geschichte, aufgrund des Faktums, dass die Todesstrafe sehr leicht missbraucht werden kann in Diktaturen zur Aufrechterhaltung der Macht und vor allem aber, weil es eine Verletzung der Menschenwürde darstellt. Das Todesurteil ist insbesondere aber erschreckend, weil es aufgrund von Hass, von religiösen Hass, gefällt wurde. Bin Haidara ist ein aktives Mitglied der Religionsgemeinschaft der Baha'i, einer an und für sich sehr, sehr friedlich ausgerichteten Religion. Und hier galt es auch rasch zu handeln, dass man hier einen Solidaritätsakt setzen kann. Das Ziel war einerseits, einen Menschen vor dem Schafott zu retten, aber andererseits auch ein Zeichen zu setzen gegen religiösen Fundamentalismus, in dem Fall gegen islamistischen religiösen Fundamentalismus. Im Ausschuss hat es dazu zuerst eine hitzige Debatte gegeben. ÖVP und FPÖ waren etwas zickig und haben sich da gewehrt, hier mitzugehen. Aber die jüdische Weisheit, wer ein Menschenleben rettet, der rettet die Welt, hat dann doch für einen gemeinsamen Weg gesorgt. Und dafür sage ich Dankeschön. Es ist eine absolut wichtige und gute Geschichte, hier ein klares Zeichen zu setzen, damit auch der gemeinsame Entschließungsantrag. Dankeschön. Harald Troch von der SPÖ bezieht sich auf die Todesstrafe im Jemen. Es müsse hier ein klares Zeichen dagegen gesetzt werden.